Und damit, Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. Wir haben beim letzten Mal so einige Brücken repariert hier bei dem Zug. Und heute kommen wir zum gemauserten Magneten. Was das bedeutet? Keine Ahnung. Magnet klingt irgendwie ein bisschen weird. Keine Ahnung. Wir werden es jetzt sehen. Das hat eine Weile geladen. Tatsächlich habe ich sowieso einige Probleme zurzeit einige Problems mit dem PC. Oh, er kann uns aufhalten. Aber jetzt nicht mehr. Ha! I get it. Jetzt können wir hier drauf und dann hier hoch. Okay, okay, okay. Ich habe auf jeden Fall einige Probleme mit dem PC sowieso und bin froh, wenn überhaupt irgendwas läuft. Allein es zu schaffen, ja, dass OBS länger als 10 Sekunden offen bleibt, ohne zu crashen, hat mich den ganzen Tag gekostet. Hat mich gestern Ewigkeiten gekostet und heute. Ich weiß noch nicht so ganz, woran es liegt, aber alles crasht einfach, sobald es offen ist. Keine Ahnung. Ne, den Magneten kann ich ja nicht mitnehmen. Ey, ich bin jetzt schon wieder überfragt, was wir tun müssen. Da ist ein Magnet, den habe ich nicht gesehen. Ah, okay, okay. Aber da stelle ich mir die Frage, was ist hier oben? Die Blume, let's go. Es ist die. Wie viele gibt es denn in dem Level? Okay. Ah, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie was Cooles, was, dass uns das was bringt oder so. Ich mag die nicht. Bei denen müssen wir immer warten, bis sie weg sind. Ich habe keinen Magneten. Wir müssen den von vorne wieder mitnehmen. Mlemmt euch. Guys, Hashtag Mlemm. By the way, weil mein PC die ganze Zeit crasht, sind meine Mikrofoneinstellungen gelöscht worden. Falls ich zu laut sein sollte oder so. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wie ich es ändern kann zurzeit. Es kann einfach sein, dass entweder alles viel zu laut ist. Es kann aber auch sein, dass alles viel zu leise ist. OBS zeigt das auch weird an. Ich habe es vorher mal ein bisschen getestet. Und ganz zufrieden war ich nicht. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, wenn es sich krass anders anhört. Aber man hört halt einfach alles. Und das ist irgendwie auch cursed. Das ist auch irgendwie cursed. Weil das normalerweise nicht so ist. Man kann rennen? Das wusste ich gar nicht. Zielen und bam. Oh ja. Oh, wo kommt er denn her? Da ist einfach eine Röhre. Der dispenst mir die raus. Bam. Sie sehen sehr sass aus, Herr Kollege da hinten. Oh, das war die Glocke. Die Yoshi-Coin hätte ich gern. Oh, das sind einfach nur 10 normale Coins. Okay, das wusste ich nicht. Ich muss mein Mikrofon ein bisschen hinstellen. Es tut mir so leid, Guys. Sowieso, ich bin die nächsten 2 Tage auf Klassenfahrt. Mein PC ist kaputt. Alles ist nicht schön. Was? Hier drin ist ein Typ mit einem Magneten. Ja, ich sehe ihn da oben. Da rechts ist ein Ausgang. Den seht ihr nicht, weil ich davor sitze. Aber wir können auch erstmal die Katze aufpusten. Ich habe ihn gemlemmt. Ich habe ihn gemlemmt. Oh nein. Die machen gar keinen Damage. Oh so. Ja, wusste ich natürlich. Mlemm. Das Game ist so cool. Oh. Leute, ja, woher soll ich die denn sehen, Mann, wenn die da hinter den Säulen sind? Bam. Hier gibt es ein paar Herzen. Ja, wir wissen halt nicht. Das könnten halt auch genauso gut Red Coins sein, die wir halt brauchen. Blam. Blam. Oh! Ja, natürlich dreht er sich genau in dem Moment um. Ich glaube, da unten ist tot. Wir sollten, ist nur eine Vermutung, vielleicht nach hier oben gehen. Oh, und das muss ich ground pounden. Okay! Euch habe ich alle gesehen, werte Kollegen. Über euch fliege ich alle drüber. Mit dem richtigen Timing. Lebt man trotzdem an Höhe? Nee, wenn man es richtig timet, tatsächlich nicht. Oh, jetzt kommt wieder eine Challenge. Ich hätte irgendwas machen müssen. Blam. Ich wusste nicht. Kann ich das nochmal try? Ich wusste nicht, dass ich nach oben kann. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Scam. Da wurde ich jetzt aber schon gescammt, Guys. Oh, lecker, Schmecko.
Den brauche ich vielleicht, um da hochzukommen. Hier gibt's Eggs. Oh, hier gibt's nochmal eine Time Challenge. Okay. Bam. Der da hinten, der get it. Let's go. Aber das war... Oh, oh, wir haben zwei verpasst? Oh. Ja, wusste ich natürlich. Nein, wir haben unseren Wagen verloren. No way. Ich kann nicht nach unten lämmen, gar. Oh, okay. Er campt da unten. Er wartet nur auf mich. Oh, man kann hier unten langlaufen. Ah, und von hier aufmachen. Und dann kann ich natürlich auch den Magneten mit darüber nehmen. Das ist ja logisch. Nee, ich hasse die Typen. So, das öffnet sich. Hier gibt es ganz schön viele Coins. Und ich sehe da einen... No way. Bam! Let's go, eine Red Coin. So, nehmen wir doch mal die Egos hier mit. Oh man, direkt weiter, nicht? Guys, falls es noch nicht getan hat, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr ein Like da lassen könntet. Man kann den Stuff abwerfen. Danke für gar nichts. Nein, jetzt wäre unser Minecart wäre jetzt wieder hergestellt worden. No! Oh, hier drin müssen wir wieder eine Katze aufpusten. Das ganze Prozedere kennen wir schon. Sorry, da ist zu wenig Rede. Ich weiß nur nicht, was ich gerade tun muss. Ah. Lamm. Wir müssen wieder zwei hinmachen. Smart von euch, dass ihr einfach den Magneten liegen lasst. Nein. Ja, komm. Ich kann nicht immer ewig auf alles warten. Der trifft mich jetzt. Oh, dass der mich nicht getroffen hat. Ein Wunder. Ist hier schon das Ende? Nein. Okay, hier können wir hoch. Wir brauchen einen zweiten. Von wo kriegen wir einen zweiten? Von da? Ja, warte, 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 warte. Smarter Boy macht so. Yeah. Lämmt sich den hier. Springt hier hoch, macht da Mlem. Geht dahin, nimmt den wieder mit und macht Mlem. Also geht hier hoch und macht Mlem darüber. Und macht da einen Sprung hin. Ich wollte jetzt nicht nach links drücken, weil der hat mich safe sonst gestochen. Man kennt sie doch, die Shy Guys von heute. Und dann sind wir drüben. Und wenn wir jetzt noch einen dritten hätten oder was, könnten wir auch darüber? Mlem dich. So. Wundervoll. Boah, ich muss mich voll konzentrieren. Es wird voll schwer jetzt auf einmal. Oh, let's go. Bitte, bitte, bitte. Wir haben so viel verpasst. Oh mein Gott, holy. Passiert. Oh Gott. Was muss ich machen? Okay. John, ab in das wunderbare, leckere Ziel. Komme ich überhaupt hoch? Das ist so weird manchmal. Und Shazam. Da hätten wir das wunderbare Ziel erreicht. Let's go. Das lässt sich gar nicht sehen. Ich bin zumindest mit den Coins bin ich zufrieden. Bei dem Rest hätte man noch mehr sammeln können. Ich hoffe, das wird uns jetzt nicht noch zum Verhängnis. Aber mal gucken, ne? So. Was erwartet uns denn als nächstes? Oh, erstmal wieder ein Stand, bei dem wir was kaufen können. Oder haben wir da schon was gekauft? Ich weiß es nicht. Wir gehen rein und schauen mal, was wir Leckeres da rausholen können. Komm, komm. Nur grün, in Anführungszeichen nur. Und... Ist es nicht einfach der Minenwagen, nur in rosa? Ja, ist ja auch egal. Ah, ne, sieht schon ein bisschen different aus. Ja. Ziehen wir den doch an. Let's go. Sehen wir nicht wunderschön aus, Guys? Sagt ehrlich, mein Yoshi ist der schönste von allen in diesem Game. Perfekt. Dann lass uns mal hier weiter steppen. Oh, oh, bitte sei nicht zu teuer. 40 haben wir dabei. Du möchtest 5. 15. Das ist erstaunlich wenig tatsächlich. Davon haben wir auch genug, nicht? Fantastisch.
Ja, mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hab. Ja, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Ich verstehe. Neulich flog ein Kerl mit so einem blauen Bademantel vorbei. Hat wohl gerade geduscht gehabt oder so. Er sah aus, als hätte er nichts Gutes im Sinn. Also immer schön aufpassen, werter Herr Kollege. Das mit den Traumjuwelen sollte man besser nicht hinausposaunen. Das solltest du für dich behalten. Okay. Pappkartonpuppe. Da sind Kamek und Bowser Jr. Jetzt geht's ab, Guys. Jetzt passieren Dinge, die sind vielleicht gut, vielleicht aber auch nicht. Wir werden es gemeinsam herausfinden. Oh, da passiert sogar richtig katzentechnisch was. Ist dieser Juwel wirklich hier gelandet? Ja, irgendwo in dieser Gegend. Bäh, da ist ein Yoshi. Ah, wie kommt der denn so schnell hierher? Moment mal, hat er etwa schon ein Juwel entdeckt? Ja, eigentlich ja nicht, ne? Tatsächlich nicht. Der hat doch keinen Schimmer. Ich mache ihn platt und finde das die Juwelen selbst. In der Tat, eure Verdrießlichkeit. Und aus dir mache ich Vogelfutter, du kleine Kröte. Dosenkondor. Der einzig wahre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich habe auch schon direkt Ahnung, wie wir gegen den Kollegen kämpfen können. Ganz genau. Easy going. Direkt verstanden, das Gimmick. Und I like. Hast du nochmal einen Magneten für mich, by the way? Okay. Ich kann mit denen nichts machen, okay. Es wäre echt cool, wenn du mir einen Magneten geben könntest. Bitte! Bleib stehen, gib mir den... Oh mein Gott, da kommt Papierflieger einfach. Und die sehen todescool aus. Gib mir Paper Mario Vibes. Bam! Ganz wichtig und richtig, wie wir das Ganze hier angehen, hoffe ich zumindest. Kann auch sein, dass ich alles falsch mache. Wie viele Treffer macht er? Aber es fühlt sich auf jeden Fall richtig an bisher. Okay. Ich sehe Köpfe wie im Auto so. Komm. Mlam. Okay, es kommen wieder die Stacheleier. Oh, sogar Jumping. Okay. Oh, und fast. Rot wie Flash. Muss. Bitte, nein. Okay, die Papierfliegerarmee kommt. Bitte sag mir, 3 Treffer reichen. Let's go, so schmeckt das. Das hat sich angehört, als würden 3 Treffer reichen. Ganz genau, let's go. Yeehaw! Geschafft. Ach, du hältst dich wohl für cool. Tja, falsch gedacht, du Stöpsel. Ey, das ist das Schlimmste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Ich bin ein Stöpsel. Jetzt fühle ich mich beleidigt. Jetzt geht's aber los hier, Kamek, wirklich. Nintendo, was ist da los?
eine Anzeige. Aber das sieht doch gut aus. Let's go. Das ist doch wunderbar, dann steppen wir sich das richtig in die nächste Welt. Oh, oh, da steht jemand. Was los? Yoshi war das, hä? Was ist los? Du sammelst Traumjuwelen? Ganz genau. Hör zu, Kerlchen. Ich bin Balthasar. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Könnte sich lohnen, einen Blick hierauf zu werfen. Die Traumjuwelen, die du suchst, sind hier, hier und hier. Ich sag's ja, ich weiß alles. In welcher Reihenfolge du sie suchst, liegt ganz bei dir. Du machst das schon, Sprössling. Ja, okay. Tschüss, schönen Tag noch. Wir sehen uns dann, nicht? Hallo, willkommen in den Origami-Gärten. Das gibt dir auch Paper Mario-Vibes, nicht? Ja, tatsächlich. Ja, dachte ich mir schon. Doof, wenn du dein Spiel einfach kaputt machst und es dir crackst, anstatt es zu kaufen. Was war das? Nichts, alles gut. Weiter von hier muss man sich entscheiden, welchen Weg man gehen will. Hättest du nicht auf dem Emulator gespielt, wäre das Spiel nicht gecrashed. Jetzt ist aber mal gut hier. Ich habe das auf dem Emulator gespielt, weil die Mod auf der Switch nicht funktioniert. Warte mal, welche Mod? Ja, die Refolded-Mod, die war geisteskrank. Was ist die Refolded-Mod? Ja, das ist jetzt oben auf dem i verlinkt, würde ich mal vorbeischauen. Ja, okay, mache ich direkt. So, und wir kommen zur Blumenwippwiese. Let's go. Guys, das war doch einfach, das war perfekt. Das war super. Ich bin stolz auf mich. Das war perfekt. Schaut alle mal bei Paper Mario Refolded vorbei. Es war geisteskrank. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, wo es nicht mehr weiterging. Die tarnen sich einfach hier drin. Habe ich schon erwähnt, dass das wieder komplett krass aussieht? Hier so Blumen, die sich so bewegen und so. Es sieht wunderbar aus. Okay. Oh ja. Das sieht gut aus. Ich wollte aber noch die Blumen treffen, aber die kann man scheinbar gar nicht treffen. Okay. Mlem. Mlem. Ich hab gemlemmt. Eigentlich gibt mir das ganze Game Paper Mario Vibes, weil alles so Papier und gebastelt ist, nicht? Ich glaube, irgendwo macht das auch Sinn. Okay, okay. Da ist ein Schild, das kann mich anlächeln. Ich kann es aber nicht abschießen. Das finde ich schade. Aber das hier dafür. Okay, ist hier gut. Ich schaff das. Okay. Unten ist auch was. Oh, und unsichtbar. Die unsichtbaren Gegner sind echt krass manchmal versteckt. Ich habe die gerade wirklich legit nicht gesehen. Oh Gott. Aber wir können uns ja halten. Was hätte ich hier tun sollen? Wie hätte man wieder hochkommen können? Geh doch auf! Okay. Ich mlemme. Ah nee, die gehen ja tot, wenn wir an den Checkpoint kommen. Sind das überhaupt Checkpoints? Man kann in diese Flasche rein. 500 Euro, man kann in diese Flasche rein. Das schmeckt man einfach. Wenn man Profi ist, so wie ich, dann schmeckt man das. Soda-Pop gibt's hier. Montys gibt's hier auch, okay. I don't like those, but sie sind hier. Und das riecht angenehm, hier drauf zu laufen. Aber da unten sieht's aus, als wäre hier gar nichts. Ich habe keine Eggs. Hier brauche ich genau 3. Wait a sec.
Sehr geehrte Mr. und Mrs. Montys. Okay, Entschuldigung, beruhigt euch doch mal kurz. 5 Sekunden. Ich hab gelähmt. 100 Mal gedrückt. Haben da noch welche? Jawohl. Wir brauchen tatsächlich ein paar Eggs, damit wir diese drei wunderbaren Dinge hier treffen können. Erstmal die Mitte. Mitte war schon mal sehr wichtig und richtig. Das ist schön zu wissen. Dann machen wir links. Für 1, 2 Coins. 5, um genau zu sein. Und dann machen wir rechts für 3 Coins. Und, aber es sind 3 rote. Ich habe den genau gesehen und gelähmt. Okay, das sind immer so viele. Mlam. Mlam. Oh ja, Herzen. Brauchen wir nicht. Wir brauchen Heilung. Also halt so für unser Schiffboot. Oh nein. Ich muss da hoch. Okay, das war knapp. Jetzt brauchen wir wieder 1, 2 Eggos. Zum Frühstück immer gerne. Ich esse gar keine Eier tatsächlich. Ich bin einer dieser weirden Menschen. War das schlau? Ja. Hört sich das auch aus und... Das war nicht so schlau. Doch, wir können uns echt gut halten. Ich habe den Trick raus. Mlam. Die Heilung. Wichtig. Ganz, ganz wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kann man die eigentlich treffen, die Dinger? Nee. Aber die Schmetterlinge, und die sehen schon sass aus. Geben aber auch nur Coins. Aber du, werter Herr Kollege, siehst also ziemlich sass aus. Für eine rote Coin. Ah, die haben sogar Gesichter. Ey, dieses Spiel ist so liebevoll. Es ist einfach für... Man merkt, dieses Spiel ist für Kinder gemacht. Das ist so cute. Aber ich feiere es trotzdem. What? Where's the big one coming? Bam! Wichtig. Da muss man auch mal ein bisschen reinhauen. Haben wir alle bisher? Nein. Wo haben wir einen verpasst? Ne, wir gehen nicht zurück, Guys. Wenn wir irgendwann mal wieder welche brauchen, dann hole ich die Offcam nach. Das ist ein Let's Play als Erlebnis und kein... Ich grinde hier auf jeden Fall 500%. Ah! Hier ein bisschen Ground pounden. Oh Gott. Mlam. 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 Lauf, 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 lauf. Kommen wir hier hoch? Jawollo. Ist hier noch was? Sieht... Oh, oh, oh. Sieht tatsächlich aber nicht so aus. Bam. Egal. Wir kriegen Leben. Wir brauchen gar keine. Wir sind ja... Wir haben ja 3 Treffer, die wir nehmen können. Sind eigentlich diese Cards für den Easy-Modus? Irgendwie fühlt sich das so an. Aber ich will die trotzdem usen, weil die einfach, weil die cool aussehen. Das ist der einzige Punkt. Ich nutze sie nicht, weil sie mir Zusatztreffer geben. Ich nutze sie, weil sie mega cool aussehen. Bam. So, das kennen wir ja schon. Oh ja. Oh, weiter. Es fehlen nicht mehr viele Coins. Ja, wir kriegen aber nicht mehr alle. Schade, aber dafür haben wir 200 Coins mitgenommen, die nicht rot sind. Das ist okay. Damit gebe ich mich doch auch zufrieden. Also, Guys, ist ja logisch. Brauchen wir 245 oder so haben wir mitgenommen und nur eine verpasst. Das lässt sich schon eher sehen als andere Dinge. Und mit 20 Leben rein. Ja, 6 Coins hätten uns gefehlt. Ja, vielleicht gehen wir die beim nächsten Mal. Mal gucken. Wir steuern aber wieder auf die 40 zu mit unseren Blumen. Aber Guys, leider ist das hier mal wieder das Ende der heutigen Folge. Wenn euch das Ganze hier heute gefallen hat, Guys, lasst ein Like da und ein Abo. Das würde mich wie immer riesig freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder zu einer weiteren spannenden Folge von Yoshi's Craft World. Lasst ein Like da, habe ich schon gesagt. Ja, ciao.